Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragon Mary. Ja, Futterkasten-Update. Es ist schon länger keins mehr gekommen. Hat sich etwas verändert. Ja, aber jetzt nicht. Also zum Beispiel Kolbenhirse haben wir immer noch relativ viel. Also es geht. Es ist nicht mehr voll, aber ja. Dann haben wir hier Rispenhirse. Schaut auch nicht mehr so viel aus. Ja. Karottenflocken. Es wurde sich gewünscht, dass ich ein paar Sachen herzeige. Also wie die so offen ausschauen. Kann ich halt jetzt nicht bei allen Sachen machen, weil sonst würde das Video eine halbe Stunde gehen. Die Zweige, glaube ich, habe ich aber schon einmal hergezeigt. Das sind vergessen. Da steht es leider nicht drauf. Ich habe zwei Boxen davon, weil ich habe relativ viel gekauft. Das sind Topinambur-Stängel. Die sind nicht so beliebt, deswegen werde ich sie auch ziemlich sicher nicht mehr kaufen. Genauso wie diese Apfelhölzeln. Die werden wir auch nicht mehr kaufen. Dann haben wir hier Erbsenflocken. Sehen so aus. Werden teilweise von mir auch gerne mittlerweile am Boden verstreut, damit sie die Sachen einsammeln können. Ist auch lustig für die Hühner. Ja, dann haben wir hier Maisflocken oder Mais geflockt. Sieht so aus. Dann haben wir hier Haferflocken, gereinigt, was auch immer das heißen soll. Schauen so aus, so wie Haferflocken. Dann haben wir hier noch Haselnüsse, 1 Kilo, aber es ist nicht mehr ganz 1 Kilo. Die Ratten haben zum Beispiel auch schon was bekommen, die können das selber öffnen, denen habe ich es nicht öffnen müssen. Farbmäuse und Rennmäuse können die nicht selber öffnen. Ja, und dann noch Walnüsse. Walnüsse ganz. Sind relativ klein, also ich habe schon mal größere gesehen. Die kann ich den Ratten auch ganz hineingeben. Die anderen kriegen es nicht auf. Denen muss ich das zumindest einen kleinen Spalt aufknacksen, damit sie dann drankommen zum Nagen. Irgendwie schaffen die das nicht. So. Dann haben wir hier Blocky Set und Rusty von Steppenlemmings. Die Rusty schauen so aus, ganz rustikal. Und das sind die Blocky, da kann man einen Holzstab hineinstecken mit Rollen oder was weiß ich und dann aufhängen oder einfach so am Boden rollen lassen, damit sie das annagen und dass das halt wegrollt und dass sie beschäftigt sind, dass es länger dauert. Ja, dann haben wir hier noch einmal Blocky Gurke. Das sind alle möglichen Blocky, also es gibt ja verschiedene. Dieses mit Gurke, da habe ich relativ viele von und Panierlinge. Panierlinge schauen so aus. Gibt es auch wieder in allen möglichen Sorten. Die sind sehr beliebt. So, dann haben wir Krümlingskalziumarm, kann man hier lesen, und Kräuterle. Das sind die Krümlings. Die gibt es auch mit normalem Kalziumgehalt, aber für die Meerschweinchen fand ich das irgendwie so besser. Ja, und das sind Kräuterle, davon haben wir glaube ich eh nur noch 2. Ja. Ich glaube davon habe ich 10 bestellt gehabt. Ja, 10 steht drauf. Ja, dann haben wir hier Mehlwürmer. Mehlwürmer schauen halt aus wie Mehlwürmer, halt getrocknet. Ja, momentan nehme ich noch die Mehlwürmer für alle möglichen aus dem Zwerghamsterfutter, weil Zwerghamster habe ich ja schon seit 1,5 Jahren nicht mehr, dass das halt nicht verdirbt oder irgendwie sonst.
nehme ich es. Ja, ja, das sind Mehlwürmer, die schmecken euch nicht. Und dann haben wir Grillen. Die sind leider ziemlich zerbröselt. Die schauen nicht mehr ganz so aus wie Grillen. Da haben wir zum Beispiel einen Kopf. Ja, also ganze Grillen sind es leider nicht wirklich. Füße und alles Mögliche. Ja, meine Heimchenzucht ist ja nicht so gut gelaufen. Deswegen habe ich das wieder aufgelassen, aber die Mehlwürmer vermehren sich schön. So, dann kommen wir zum nächsten. Die habe ich sicher schon hergezeigt. Das sind von JR Farm Erbsenringe. Und da haben wir noch so ein Kissen, Haferkissen. Hier. Dann, das sind Sonnenblumenkerne geschält. Die schauen so aus, die sind halt geschält. Die Innenschale kommen auch noch. So, das sind jetzt die Innenschale, die sind gestreift, es gibt weiße auch noch. Ja, das wäre theoretisch was für euch, aber nur die geschälten. Ja. Gibt es aber selten, weil die machen dick. Genauso wie das hier. Das sind Kürbiskerne geschält. So wie man sie auch für uns zu kaufen bekommt. Schmecken mir nicht persönlich. Ich mag nur frisch oder selbst getrocknet. Ich glaube, die sind dann für Menschen noch geröstet worden oder ich habe keine Ahnung, die sind dann urgrauslich. Ich habe die lieber so. Aber selber getrocknet, nicht gekauft. Die sind gekauft, das sind normale Kürbiskerne. Die sind halt in Schale und die muss man dann noch schälen, dann kann man sie essen. Bei den Ratten liegen immer sehr viele herum, wer es Leckerli bekommen. Die Ratten und die Rennmäuse immer Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Blödsinn. Die Mini hat die nicht so gern, ich muss mir für die Mini was anderes überlegen. Aber die bekommen das immer am Abend, das Leckerli, auch vom Zwerghamsterfutter. Solange das noch da ist. So, nächste Etage, da sind die fast alle Sachen noch original verpackt. Zum Beispiel das da, das habe ich ja vom Eierschachteln.de, ich wollte Hühnershop sagen, aber Eierschachteln.de, habe ich noch nicht probiert. Genauso wie die Gemüsetheke, ist auch noch original verpackt. Da hinten haben wir Leinsaat, einen Kilo glaube ich. Dann haben wir davon noch eins. Das ist ein Nagerkörbchen. Die getrockneten Maiskolben sind übrigens nicht für Meerschweinchen und Kaninchen geeignet, weil sie zu hart sind. Deswegen werde ich das rausnehmen. Also ich glaube, da ist überhaupt irgendwas drinnen. Also das werden eher die Ratten bekommen. Oder wir teilen es auf, müssen wir schauen. Dann haben wir hier noch so ein Tauschpaket. Das könnte ich eigentlich zu den Mehlwürmern zu meinen dazu lernen. Habe ich noch nicht getan. Und da haben wir Ringelblumen geschenkt bekommen von der Futterkrämerei. Aus Österreicher kann man ja, glaube ich, dort nicht wirklich bestellen. Ohne dass einen die Versandkosten killen oder überhaupt keine Versandkosten, ich weiß gar nicht mehr. Und da habe ich den schon getesteten Kräuterzauber. Wachteltee ist noch fast alles drinnen, weil die nicht so beliebt, der nicht so beliebt ist. Dann haben wir ja hier den Grit. Eigentlich Gritstein, aber das ist als Grit geliefert worden. Man sieht es, mein Hof. Ich habe immer noch keine Antwort bekommen. Ich habe sie auf Facebook angeschrieben und ich habe beim Telefonat, hat sie gemeint, sie meldet sich noch, die Dame, aber ich habe bis heute nichts gehört. Und das ist tatsächlich ein Stein. Der ist hart, der ist von Zoo Plus. Zoo & Co. Ja, den kann ich aber, den habe ich nicht mehr reingetan, den einen, den haben wir nämlich die Kaninchen angepieselt und dann ist er zerfallen. Das hat irgendwie nicht so funktioniert, deswegen muss ich schauen, dass ich irgendeine Befestigung für den Stein bastle, dass der nicht am Boden liegt oder im Sand drinnen, weil wenn die hineinmachen, dann ist kaputt. Ja, das da habe ich mit der Mini geschenkt bekommen. Die Mini ist übrigens, glaube ich, noch gar nicht vorgestellt worden. Das ist eine Rennmaus. Die neue Rennmaus, die gerade noch immer mit meiner Maya vergesellschaftet wird und die Dame hat mir Futter mitgegeben, zwei Originalbackeln und eins, wo nur noch so ein bisschen drin war. Ich habe es aufgemacht und da kamen mir die Motten entgegen. Ich war sehr begeistert davon. Das habe ich dann weggeworfen. Ja,
Die Sachen habe ich eingefroren, das heißt, ich hoffe, da ist dann nichts mehr. Das Futter ist nicht geeignet, weil... Ups, das war eine Wachtel. Das Futter ist nicht geeignet, weil da Pellets drin sind. Ich weiß gerade nicht, ob man das so deutlich sieht. Und solche komischen... es schaut so aus wie Hundefutter, Trockenfutter so, aber das gehört auch nicht in ein Rennmaus-Futter hinein. Somit, ja, ist das nicht geeignet. Ich fütter das wahrscheinlich trotzdem so als zwischendurch oder falls ich einmal nichts mehr haben sollte, wobei ich bestelle immer rechtzeitig, aber ja, wegschmeißen möchte ich es deswegen jetzt nicht. So, da haben wir noch von einer Messe mitgenommen, da ist auch noch ein bisschen übrig, solche, ich kann gerade nicht mehr sagen, es ist auf jeden Fall auch was mit Ringelblume und entweder Karotte oder Kürbis. Müsste ich mir das den Haul nochmal anschauen. Ich glaube, es müsste die letzte Haustiermesse gewesen sein. Ist halt noch ein bisschen was da. Ich habe es jetzt da rein dann, weil es oben nicht mehr ausgegangen ist, aber ich glaube, oben habe ich jetzt wieder genügend Platz. Das heißt, ich könnte es raufschlichten. Dann haben wir noch Greenless Farmies, haben wir noch ein paar. Zwei von denen mit Sonnenblume und Kamille. Und dann haben wir noch zwei von den großen Backeln. Also die vier Stück in einem. Ja, das war es dann wieder mit der Ebene. Ja, hier haben wir wieder Hundefutter. Teilweise noch die original verpackten Sachen, teilweise aber auch offen in Boxen. Ja, das habe ich geschenkt bekommen, ist nicht zu empfehlen. Purina hat nachweislich schon Hunde umgebracht. Ja, aber ich werde es denen trotzdem geben, so als irgendwas zwischendurch einmal, also ganz klein und wenig. Weil weghauen ist bei mir schade, vor allen Dingen, da ich momentan finanziell nicht so toll drauf bin. Dann haben wir hier Hundekekse, glaube ich. Ja, Hundekekse geschenkt bekommen. Haben wir noch nicht verwendet, dann haben wir Phillies noch. Mutkekse und Hühnerleber-Karottekekse. Jo. Da hinten haben wir noch mehr Kekse, die schauen aus wie Dinosaurier. Solche, nein, nicht Stegosaurus, wie heißt die mit dem langen Hals? Ah, jetzt habe ich es vergessen, Mist. Ah, naja, okay, das ist auf jeden Fall Geflügelleckerbissen vom Hundefeinkostladen. Dann haben wir hier auch nochmal Hühnersnips, Bio. Komme ich mir ein bisschen schlecht vor, wenn hinter mir die Hühner stehen, aber ja, das lässt sich halt nicht vermeiden. Irgendwas müssen sie ja essen. Dann haben wir hier immer noch diese Känguru-Fleisch-Mini-Hüpf. Die kann ich aber herzeigen, die sind zum Öffnen. Sind eigentlich noch nicht verwendet worden, also ich habe keine Ahnung, ob es denen schmeckt. Dann haben wir das noch einmal mit Galopp im Pferd. Quarkente. Und nochmal Quarkente. Schaut genau gleich aus, also brauche ich nicht herzeigen. Dann haben wir hier, die sind schon geöffnet, da, das sind die Trainingsleckerlis, die sind sehr weit, wurden aber leider von Pennys aufgelassen, das heißt, die gibt es nicht mehr, deswegen bin ich da ein bisschen sparsam. Sollte ich aber langsam wirklich aufbrauchen, weil die sind dann schon alt. Habe ich zwei, da habe ich noch eins. Dann haben wir hier Hundekekse zum selber backen, konnte ich auch noch nicht ausprobieren. Zeit ist... ja, knapp. Hinten haben wir eine leere Box. Da ist momentan nichts drinnen. Eine ist beim Geschirrspüler mit gewaschen. Da war der Fisch drinnen. Nein, da war das Pferd drinnen, aber Pferd habe ich jetzt woanders rein dann. Hier haben wir noch Wildschwein und Kameldörrfleisch. Und die kürzlich von mir gekauften Lammfüße. Ja, einen hat die Buffy ja schon bekommen. Den liebt sie heiß. Also da ist... den darf ich niemand wegnehmen, die knurrt dann sogar. Die hat noch nie bei Sachen geknurrt, wenn man ihr das wegnehmen wollte. Ich kann sie trotzdem wegnehmen, aber die Ribi halt nicht. Und das ist, bin ich jetzt nicht so begeistert von, aber es schmeckt ihr auf jeden Fall. Da müssen wir noch eine Lösung finden. Hühnerkaustreifen, jetzt zeige ich ja doch alles her. Also Hühnerkaustreifen haben wir, das sind die da. Dann haben wir Flakes Strauß, das sind diese hier. Die sind sehr dünn, die sind super für die Ribi, deswegen habe ich sie gekauft. Nestos Hühnerherzen, das sind die da.
Und das war's. Drei Sachen. So, da sind nur Putten-Kaulstreifen drinnen. Auch wieder von Nestos, vom Hundefeinkostladen. Und hier haben wir Pferdekaulstreifen und Pferdekaulstangeln. Ja, die Pferdekaulstreifen, da haben wir bisher nur einen gebraucht. Ich lege gleich zwei raus für meine Würsteln, weil die stehen da schon. Und das sind die Kaulstangeln. Ist relativ voll, die Box. Ja,